So, wie viel seid ihr denn heute? Hier war gerade wieder das Rasseln von dem Zurückgebliebenen zu hören. Als ich rauskam, sah ich im Baum eine dicke Kugel sitzen und weiß, der Professor hat das Nest verlassen. Das heißt, wir haben jetzt noch den Rest und alles wird sich heute verabschieden. Immer noch drei, ja? Da macht sich jetzt einer auf den Weg. Achtung, Achtung. Eieieiei. Und, wohin? Wohin? Wohin schaffst du es? Andere Richtung. Oh, jetzt zupft er. So, Nummer 3 ist weg und 4 und 5 gucken hinterher. Da sitzt er nun, was machen wir jetzt mit ihm? Schaffst du es? Oh! Na, das hat er geschafft. Aber soll es nicht höher? Ich glaube, das soll es lieber runter. Lass mal die Mama kommen. Nein, nicht höher, Kleiner. Nein. Das geht nicht gut. Vielleicht kommt die Mama und holt dich. Ja, da ist doch gut, dass ich den Stock dahin getan habe, sonst wärst du jetzt runtergefallen. Was machen wir jetzt mit dir? Ich warte mal, ob die Mama dich füttert. Ich würde den Weg nach unten nehmen. Bist du jetzt der Zweite oder bist du zurück? Was ist denn hier los? Damit ist Nummer 4 auch unterwegs. Ich lass mal. Ich versteck mich mal. Der ist auf den Nachbarbalkon gefallen. Ich hoffe, sie findet ihn. Oh ja, die aufmerksame Mami hatte das schon gemerkt und weiß, wo die Kinder sind. Jetzt bin ich gespannt, ob sich der kleine Behinderte auch auf den Weg macht. So, ich verstecke mich mal kurz und dann warten wir ab, was die Mami macht, ne? Ja, die beiden haben eine andere Flugroute gewählt, sind nach oben und dann auf den Nachbarbalkon gelandet. Ich hoffe, das geht gut. Da hinter dem Efeu sitzt er versteckt.
dir, bist du der Zweite, weil ich habe dich drüben gefunden. Ich glaube jetzt fast, das Nest ist leer. Sei du vernünftig, geh nicht nach oben. Nicht nach oben. Das muss der Mini sein, denn er piept gar nicht. Und er traut sich auch nicht richtig zu fliegen. Das ist der Durchgang zu dem anderen Balkon, durch den er bald entwischen wird. Aber die Mama weiß, wo sie sind. Hier fliegt sie auf den Boden. Du mal richtig suchen. Du warst gerade schon auf dem Boden. Der Nachbarbalkon ist es. Da sitzen sie unter einer Sitzbank, alle beide. So, Nummer 1, das ist das kunstvoll gebaute Nestchen, leer. Nummer 1 haben wir wegfliegen sehen. Nummer 2 war heute Morgen weg, Umweg über den Baum. Nummer 3 und 4 sitzen jetzt im Nachbarbalkon. Es kann nicht wahr sein, da sitzt eins. Das muss ich da jetzt rausholen. Da. Clever, es versteckt sich. Vielleicht findet die Mama es. Ja, hör doch mal hin. Dann weißt du auch, wo es steckt. Tja, da sitzt das stumme Baby auf dem Besen, weil es nebenan seine Geschwister piepsen hört. Und die Mama wusste vor mir, wo es war, denn sie flog sofort auf den Boden. Du hörst die anderen piepsen. So, der wollte jetzt zu seinen Geschwistern. Jetzt sind sie alle drei auf dem Nachbarbalkon. Und ich denke, die Mama hat sie auch schon gefunden. Am Ende war es so, dass der ganz Kleine zu mir zurückkam, auf dem Balkon weitergefüttert wurde und seine zwei Geschwister auf dem Nebenbalkon. Es war also alles in Ordnung, bis sie wegfliegen konnten. Und zum Abschied ist zu hören, was beide die ganze Zeit über nicht getan haben: der schöne Gesang. Also die Mama füttert weiter, während der Papa draußen sein Liedchen singt. Das war ein schönes Erlebnis. Gut.